Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Eventreihe Bitcoin Basics, also alles rund um das Thema Bitcoin. Ich bin der Philipp, Marketing Manager von der Internetagentur Frank & Freunde. Und wer sich ein bisschen mit unserer Arbeit in den letzten Wochen und Monaten vielleicht mal auseinandergesetzt hat, der hat wahrscheinlich schon mal was von der Bitbox Wallet gehört. Es gibt ja auch schon Leute hier mit T-Shirts, die hier rumlaufen. Die kurz zur Idee dahinter, die native App von uns entwickelt, seit August im iOS App Store und seit September im Android Google Play Store. Und ganz simpel, ermöglicht sie Zahlungen mit Bitcoin. Sofort und in Sekundenschnelle. Das klingt jetzt erstmal einfach, ist es aber nicht. Es ist eigentlich ein ganz großes Problem von Bitcoin, beziehungsweise für die Adaption von Bitcoin im Alltag. Und die App, und so ist es die Idee und die Vision dahinter, soll das Ganze eben lösen. Und soll Bitcoin wirklich als Zahlungsmittel in den Alltag von jedem, nicht nur hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt halt integrieren. So viel zu der App. Die App steht aber hier bei dieser Eventreihe nicht im Vordergrund. Also klar, bietet sie den Rahmen und ist die Grundlage, warum wir das Ganze hier machen. Aber mit der Bitcoin Basics wollen wir eigentlich für alle, die mit dem Thema Bitcoin nicht so viel anfangen können, haben es zwar schon mal gehört, aber wissen nicht ganz genau, was es ist oder wissen nicht genau, wie es funktioniert, haben gewisse Vorurteile, keine Ahnung, ist es illegal oder was kann ich damit überhaupt machen? All solche Fragen, die wollen wir in dieser Eventreihe klären. Und da gibt es unglaublich viele Aspekte, die Stück für Stück von uns eben Event für Event angegangen werden und thematisiert werden. Und da das ja heute der Auftakt ist von unserer Eventreihe, ist es ja passend, sich halt auch mit der Geschichte von Bitcoin zu beschäftigen. Also wie kam es zu dem Aufstieg? Was waren die Hintergründe? Wie ist der Grundgedanke von der App? Und ich denke, das gibt einen guten allgemeinen Einstieg für jeden, der sich vielleicht damit nicht bis jetzt noch zumindest noch nicht so richtig auseinandergesetzt hat. Und da haben wir Glück, dass wir mit einem der passendsten Speaker dafür für heute Abend gewinnen konnten, den Christoph Bergmann. Christoph Bergmann ist der Leiter von bitcoinblog.de und selber sogar Autor. Und deswegen habe ich auch dieses Buch in der Hand. Nämlich, ich glaube, 2018, wenn ich glaube, ich richtig bemüht bin, hat er das Buch Bitcoin, die verrückte Geschichte vom Aufstieg eines neuen Geldes veröffentlicht. Das könnt ihr übrigens, glaube ich, ein paar Exemplare mitgebracht. Könnt ihr alle gerne danach einen Vortrag mit der Bitbox-App kaufen. Ist gar kein Problem. Und ja, Christoph ist ein Bitcoin-Enthusiast und deshalb genau der Richtige für den heutigen Vortrag und für den Einstieg für unsere Bitcoin-App. Okay. So. Okay, hi. Danke für die Vorstellung. Der Vortrag geht um die Geschichte einer neuen Währung und wir werden ein bisschen tiefer zurückgehen und eigentlich werden wir kaum zu Bitcoin kommen, sondern es geht mehr um die Vorgeschichte, was dann schließlich zu Bitcoin geführt hat und aus welchen technologischen Komponenten Bitcoin dann entstanden ist und auch welche kulturellen Komponenten. Ich habe einen kurzen Werbeblog zu mir. Ich schreibe das bitcoinblog.de seit Mitte 2013. Ich bin da eher zufällig reingerutscht, weil ich in dem Jahr Bitcoin entdeckt habe und ich wollte etwas damit machen, war eh schon freier Autor und habe dann bitcoin.de gefragt, ob sie Hilfe im Marketing brauchen. Und bitcoin.de ist wie ein deutscher Marktplatz für Bitcoins, wo die User mehr oder weniger peer-to-peer Bitcoins handeln können, indem sie sich Geld von Bankkonto zu Bankkonto überweisen und dafür dann Bitcoins bekommen. bitcoin.de ist auch der mittlerweile, glaube ich, weltweit dienstälteste aktive Bitcoin-Handelsplatz. Nachdem ich das schon 5 Jahre gemacht habe, habe ich irgendwann ein Buch geschrieben, Bitcoin, die verrückte Geschichte eines neuen Geldes. Und der Ansatz des Buches war, dass Bitcoin die größte Geschichte unserer Zeit ist, in gewisser Weise, weil sich da so viele Dinge reinmischen. Es ist technologisch, diese ganze Digitalisierung, das Internet, neue Arten von Verbrechen und Überwachung und auch die Finanzkrise und die Diskussion, was heutzutage überhaupt Geld ist und was man als Geld verwenden kann. Das Buch erschien 2018, ist jetzt in der zweiten Auflage, kam bisher ganz gut an. Durch Bitcoin kam ich auch ein bisschen dazu, mich immer wieder mit Programmieren zu beschäftigen, weil es einfach ein technisches Thema ist und wenn man als Autor darüber schreibt, ist man auch ein bisschen verpflichtet, die Technologie zu kennen. Und vor kurzem habe ich auch ein WordPress-Plugin gebaut mit einer Paywall, wo man dann mit Bitcoin bzw. Bitcoin SV einen Knopf drückt und dann erscheint der Rest des Artikels. MedioPay heißt sie.
So, genug der Eigenwerbung. Kommen wir zum Thema. Und zwar, ich habe den Vortrag in vier Teile gespalten. Das erste ist das Thema Kryptographie. Das zweite ist die Kultur, die dahinter steht und zu Bitcoin geführt hat. Der dritte Teil ist digitales Bargeld. Und wir werden sehen, welche Ansätze es in den 90er Jahren gab, um digitales Bargeld zu schaffen, warum sie gescheitert sind und was dann schließlich Bitcoin reichlich verspätet richtig gemacht hat. Mit der Kryptographie, es ist ein Thema, das, glaube ich, für viele abschreckend ist, weil Kryptographie nach Mathematik klingt und nach was Schwierigem zu verstehen und was Trockenem. Ich denke aber, dass das Verständnis von den Konzepten von Kryptographie unglaublich wichtig ist, um die Gegenwart zu verstehen. Man könnte sagen, dass die Gegenwart sogar ein kryptografisches Zeitalter ist, weil bei so gut wie allem, was wir heute im Internet machen, ist irgendwo Kryptographie dabei. Wenn ihr euch wo einloggt und auch nur, wenn ihr auf eine normale Webseite geht, die einigermaßen gut gemacht ist, passiert da hinten was Kryptografisches. Und das zu verstehen, denke ich, hilft einem viel zu verstehen, was ein bisschen hinter dem Bildschirm passiert. Die Kryptographie ist eigentlich eine uralte Wissenschaft und Kunst, besteht aus zwei Regeln. Das erste ist, dass man eine Nachricht schickt und nur der Empfänger sie lesen kann. Und die zweite Regel ist, was viele oft übersehen, dass man sie mit der Kryptographie beweist, dass man der korrekte Sender einer Nachricht ist. Und zwar ist der Caesar-Code die erste bekannte Kryptographie, die erste Art von Verschlüsselung. Ich weiß es nicht, ob sie wirklich Julius Caesar erfunden hat, aber er ist dafür bekannt. Und zwar ist das ein ziemlich einfaches und banales Prinzip, das ich zumindest als Kind auch schon mal geübt habe oder gemacht habe. Man nimmt einfach eine Nachricht, zum Beispiel Bitbucks, und nimmt einen Schlüssel, das ist eine ganz einfache Zahl, und ersetzt dann die Buchstaben mit denen, die die Zahl im Alphabet höher sind. Also quasi, wenn wir Schlüssel 3 haben, wird aus BE, aus IL, aus WT und so weiter und so fort. Und wenn wir dann mit dem Caesar-Code und dem Schlüssel 3 Bitbucks verschlüsseln, landen wir bei LX. Der Caesar-Code war vielleicht für die Verhältnisse damals in Ordnung, aber ich denke, jeder weiß, jeder kann leicht nachvollziehen, dass er ziemlich leicht zu brechen ist. Wenn man ein paar Leute ein paar Tage ansetzt, können sie jede Möglichkeit durchprobieren, bis sie eine sinnvolle Nachricht rauskriegen. Man kann es auch abkürzen, indem man die häufigsten Buchstaben durch häufige Buchstaben im Alphabet ersetzt und schaut, bis was Vernünftiges rauskommt. Dennoch war der Caesar-Code ungefähr 1500 Jahre lang die bekannteste oder einzige kryptografische Methode, bis dann um 1508 ein Mönch namens Johannes Trithemius mit der Tabula Recta zumindest die erste gedruckte kryptografische Methode veröffentlicht hat. Das Prinzip ist auch hier nicht so arg schwierig. Man ersetzt den ersten Buchstaben im Geheimalphabet je nach Schlüssel mit dem Buchstaben in der ersten Zeile, den zweiten mit der zweiten Zeile und so weiter und so fort. Damit verschwindet die Häufigkeitsverteilung aus dem verschlüsselten Text. Das Ganze hat einigermaßen gut funktioniert, wurde dann auch mit der Vinaigre-Verschlüsselung zum Goldstandard der Verschlüsselung der Vormoderne. Die Vinaigre-Verschlüsselung war das Prinzip, dass man irgendeinen Satz nimmt und über diesen Satz dann die Reihenfolge bildet, in der die Buchstaben mit dem Geheimalphabet übersetzt werden. Vielleicht kennt ihr das aus alten Filmen oder aus Donald Duck Comics, dass jemand eine Nachricht bekommt, dann zum Bücherschrank rennt, ein Buch rauszieht, irgendeine Seite aufschlägt und auf dieser Seite dann einen Spruch hat, mit dem er dann die Nachricht entschlüsseln kann. Das ist die Vinaigre-Verschlüsselung. Sie hat recht lange gehalten, bis dann im 19. Jahrhundert ein Preuße namens Friedrich Wilhelm Kaczynski ein mathematisches Verfahren entdeckt hat, um die Länge des Schlüsselwortes rauszufinden, woraufhin man es dann durch viel Geduld und Arbeit brechen konnte. Wir haben hier die beiden grundsätzlichen Verfahren, um Verschlüsselung zu brechen. Erstens ist Versuchen, das nennt man Brute Force. Das Wort kennt ihr bestimmt, Brute Force, Angriff durch Macht. Man probiert es einfach durch mit viel Geduld und Personen und so weiter, bis man die Lösung findet. Die zweite ist der Versuch, sie durch Mathematik zu brechen, indem man ein mathematisches Verfahren findet, um die Buchstaben oder um den Code rauszukriegen. Im 20. Jahrhundert wurde dann Kryptographie maschinisiert. Das auf der linken Seite sehen wir die Enigma, das war die kryptografische Maschine der Nazis, die auch
die lange Zeit als unknackbar galt, bis dann die Alliierten im Krieg irgendwann, ich glaube in einem U-Boot, eine Enigma-Maschine abgefangen haben, dadurch dann in der Lage waren, ein gewisses Detail rauszufinden, das dann mit einer mathematischen Gleichung dazu geführt hat, dass man mit viel Geduld und Ausdauer Nachrichten entschlüsseln konnte. Es gab im britischen Bletchley Park, hat Alan Turing eine Art Kryptokompanie geleitet, die mit Hilfe von einem Protocomputer, der Turing-Bombe, die Nachrichten im ersten Ansatz entschlüsselt haben. Und danach gab es noch ungefähr 10.000 Leute, die für ihn gearbeitet haben, um dann die Nachricht durch Probieren vollends zu entschlüsseln. Es war ein gigantischer personeller Aufwand, der einen nicht unbedeutenden Beitrag dazu geleistet hat, dass die Alliierten den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, sagt man so. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die menschliche Arbeit in der Verschlüsselung oder Entschlüsselung immer weniger wertvoll und die Computer haben übernommen. Im Grunde war Kryptographie auch einer der Gründe, warum Computer erfunden wurden. Also die ersten Computeranwendungen waren Kryptographie und das Berechnen von Flugbahnen von Artilleriegeschossen. Die Leistung von Computer wird, wie wahrscheinlich jeder weiß, im Laufe der Zeit immer schneller. Es gibt dieses Moore'sche Law, dass die Leistung exponentiell steigt. Was bedeutet, dass man immer mehr Rechenpower hat, um einen Brute Force-Angriff zu machen. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr jetzt ein Passwort habt mit 4 oder 6 Buchstaben, kann jemand mit einem Desktop-Computer das hacken. Aber auf der anderen Seite ermöglichen die Computer auch eine immer bessere Verschlüsselung, je höher die Rechenleistung ist. Und durch das Gesetz der Entropie ist es leichter, Chaos zu schaffen als Ordnung, weshalb es möglich ist, mit einem minimalen Rechenaufwand eine Nachricht so zu verschlüsseln, dass man Sonnen verbrennen müsste, um sie zu entschlüsseln. Es gibt eine unglaubliche Asymmetrie im Energiebedarf zwischen Verschlüsselung und Entschlüsselung und darauf beruht auch die ganze Sache, dass Verschlüsselung funktioniert. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es lange Zeit so, dass Verschlüsselung geheim gehalten wurde. Es war quasi ein militärisches Gut und es stand für eine recht lange Zeit und steht zum Teil auch heute noch unter Strafe, Verschlüsselungsalgorithmen zu exportieren. Das gilt als Munitionsschmuggel manchmal. 1976 gab es dann ein unglaublich wichtiges Ereignis für die Geschichte der heutigen Software. Und zwar hat das NIST, das amerikanische Amt für Standards und Maße, zum ersten Mal überhaupt einen Verschlüsselungsalgorithmus öffentlich gemacht. Die Idee war da, dass man amerikanischen Firmen ein Werkzeug geben wollte, um sich vor Überwachung durch fremde Mächte zu schützen. Das war meiner Meinung nach auch die Geburt des Open-Source-Prinzips. Während man bisher gedacht hat, eine Software ist sicher, solange niemand den Code kennt, dachte man ab jetzt, eine Software ist nur noch sicher, wenn jeder den Code kennt, aber es keiner brechen kann. Und um kurz vorauszugreifen, ihr kennt es aber Bitcoin ist Open-Source und dass Bitcoin Open-Source ist und dass jeder den Code einsehen kann, ist eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass man heute in Bitcoin Vertrauen hat. Wenn es jetzt irgendeine Firma wäre, die den Code gemacht hätte und den Code unter Verschluss halten würde, würde wahrscheinlich keiner daran glauben, dass er wirklich sicher ist und funktioniert. Daneben war die Veröffentlichung des ersten Kryptoalgorithmus auch der Startschuss für eine Explosion einer zivilen Diskussion und Forschung von Kryptographie. Das ging schon in den späten 70ern los und hatte dann in den folgenden Jahren ein paar bedeutsame, bis heute gültige Errungenschaften. Das wahrscheinlich wichtigste ist die asymmetrische Verschlüsselung. Was wir bisher hatten mit dieser Caesar- oder Tabula-Recta-Verschlüsselung, war symmetrisch. Man hat eine Nachricht, man verschlüsselt sie mit einem Schlüssel und wenn ein Schlüssel kennt, kann sie entschlüsseln. Es gibt nur einen einzigen Schlüssel. Ein Schlüssel, der macht eine Truhe auf und der macht eine Truhe zu. Die asymmetrische Verschlüsselung, bei der gibt es 2 Schlüssel. Mit dem einen Schlüssel kann man die Nachricht verschlüsseln, das ist der öffentliche Schlüssel. Also, und mit dem anderen, dem privaten Schlüssel, kann man die Nachricht entschlüsseln. Ich habe das hier durch Truhen dargestellt. Man hat einen öffentlichen Schlüssel, da kann man was in eine Truhe reinlegen, die Truhe zumachen. Und wenn ich nur den privaten Schlüssel habe, bin ich der Einzige, der die Truhe aufmachen kann. Asymmetrische Verschlüsselung findet man heute quasi auf jeder Webseite. Jede Webseite, die SSL hat, also
dieses sichere, dieses grüne oder mittlerweile auch schon graue Schloss. Benutzt asymmetrische Verschlüsselung, da die Webseite schickt dem User ihren öffentlichen Schlüssel. Der User verschlüsselt alle Daten, die er hat, an die Webseite und nur die Webseite kann sie lesen. Das heißt, alle, die zwischen euch und der Webseite stehen, bekommen nur einen Kauderwelsch mit. Und darum sind diese Arten von Webseiten sicher. Dass die asymmetrische Verschlüsselung, der Durchbruch war eigentlich das Verfahren von Rivest, Shamir und Edelman, RSA. Das wird auch heute noch benutzt, weil es sich gehalten hat. Also solange die Mathematik sicher ist, hält Kryptographie. Da wurde bis heute gar nicht so viel dazu hinzugefügt. Da wir es um Bitcoin geht, ist es eigentlich gar nicht so wichtig, Verschlüsselung. Manchmal liest man in Medien, dass eine Blockchain eine verschlüsselte Kette von Transaktionen wäre oder dass Bitcoin Verschlüsselung benutzen würde. Und ich ärgere mich jedes Mal darüber, weil es einfach das Gegenteil von wahr ist. Bitcoin hat keine Verschlüsselung. Eine Blockchain ist nicht verschlüsselt. Sie ist per Definition unverschlüsselt. Eine Blockchain kann gar nicht verschlüsselt sein. Dennoch benutzt eine Blockchain asymmetrische Kryptographie und zwar für Signaturen. Signaturen sind der zweite Teil der Kryptographie. Wie weiß ich, dass ich der Sender einer Nachricht bin? Das passierte früher über Siegel oder Unterschriften, was im digitalen Raum natürlich nicht geht und daher mit Kryptographie gemacht wird. Und man dreht dabei einfach das Prinzip um. Wenn wir mit dem Bild der Truhen bleiben, habe ich den öffentlichen und den privaten Schlüssel und mit dem privaten Schlüssel kann ich verschlüsseln und mit dem öffentlichen Schlüssel kann man entschlüsseln. Das heißt, ich nehme eine Truhe, ich lege was rein und jeder kann sie aufmachen, aber jeder kann sicher sein, dass ich derjenige bin, der was reingelegt hat. Auf die Weise kann ich eine Nachricht dann mehr oder weniger verschlüsseln, das ist ein bisschen einfach gesagt, aber man verschlüsselt die Nachricht, hängt die Verschlüsselung an die Nachricht an und der Leser der Nachricht kann die Signatur entschlüsseln und sofern er meinen öffentlichen Schlüssel hat, kann er damit auch prüfen, ob ich der Sender bin, da ich der Einzige bin, der sie verschlüsseln kann. Das wird heute so gemacht. Ich glaube, wir sind schon eine. Genau, das funktioniert mit RSA, einer Technik aus den 80ern. Da ist nicht viel dazugekommen. Bei Bitcoin verwendet man Signaturen mit elliptischen Kurven, sogenannte ECDSA-Signaturen. Das gibt es auch schon seit den 90ern. Ist auch keine neue Technologie und hat gegenüber RSA nur den Vorteil, dass es schneller und schlanker ist. So, und bei Bitcoin kommen Signaturen zum Einsatz, um Transaktionen zu signieren. In eurer Wallet habt ihr einen privaten Schlüssel. Wenn ihr eine Signatur schickt, macht ihr quasi mit dem privaten Schlüssel eine Verschlüsselung der Signatur. Und jeder, der sie dann empfängt, kann prüfen, ob die Transaktion von euch verschlüsselt wurde. Das ist auch der wichtigste Kern von Bitcoin. Ein anderes kryptografisches Prinzip, das bei Bitcoin auch ungemein wichtig ist, sind die Hashes. Das kennt wahrscheinlich die wenigsten von euch, was das ist. Hashes sind am schwierigsten, am kontraintuitivsten zu begreifen. Aber für mich selber, ich finde es eine der faszinierendsten Teile von Kryptographie. Eine Hash ist eine mathematische Einwegfunktion. Man nimmt irgendeine Zeichenkette, egal wie lang, presst sie durch einen Hash-Algorithmus und am Ende kommt eine andere, zufällig erscheinende Zeichenkette raus. Und wenn man den gleichen Input hat, kommt immer das gleiche Ergebnis raus und alle Ergebnisse haben die gleiche Länge. Ob ich jetzt zwei Buchstaben nehme oder ein ganzes Buch, die Hash hat immer die gleiche Länge davon. Und der wichtigste Teil von der Hash ist, dass man sie nicht umkehren kann. Also das heißt, jeder kann aus Bitcoin diese Zeichenkette machen, die Hash ist, aber keiner kann aus der Zeichenkette heraus erfahren, dass das andere Wort Bitcoin war, außer durch Probieren. Hashes spielen mehrere extrem wichtige Rollen in auch vielen Verfahren. Sie sind auch, glaube ich, heute auch ein Teil von jeder guten Webseite. Wofür werden sie verwendet? Beispielsweise, um Passwörter zu speichern. Wenn ihr einen Account auf meiner Webseite habt und ihr loggt euch mit einem Passwort ein,
muss ich ja irgendwie prüfen, ob das Passwort korrekt ist. Die einfachste Möglichkeit wäre, ich habe eine Datenbank, in der ich euer Passwort speichere und dann vergleiche ich. Aber wenn dann jemand meine Datenbank hackt, hat er euer Passwort und wenn ihr das gleiche Passwort auf anderen Seiten verwendet, würde er sich bei allen euren Sachen einloggen können. Deswegen speichert man üblicherweise nicht das Passwort selber, sondern die Hash des Passwortes. Das heißt, sie erlaubt es euch zu kontrollieren, ob eine Information vorliegt, ohne dass ihr die Information kennt. Unglaublich wichtiges Prinzip, dass manche Webseiten machen das heute noch dazu, dass sie Passwörter im Reintext speichern, aber man sollte das auf gar keinen Fall machen. Bei Bitcoin spielt eine Hash im Mining eine Rolle, um kurz vorzugreifen. Das ist nämlich das, was die Miner machen. Die Miner produzieren nur Hashes aus mehr oder weniger zufälligen Werten. Und sobald sie eine Hash gefunden haben, die eine entsprechende Menge an Nullen vorne dran hat, finden sie einen Block. Also, ihr könnt es euch ja vorstellen, eine Hash ist eine hexadezimale Zahlenziffer. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Ziffer eine Null ist, ist 1 zu 16. Bei der zweiten ist es 1 zu 16 mal 1 zu 16 und so weiter und so fort. Es wird ziemlich schnell, wird die Wahrscheinlichkeit, mehrere Nullen zu haben, extrem winzig. Bis hin dazu, wo wir heute sind, dass die Bitcoin-Miner pro Sekunde Trilliarden von Hashes generieren und trotzdem wird nur alle 10 Minuten etwa ein Block gefunden. Okay, das sind die kryptografischen Grundlagen. Das vielleicht Interessanteste daran ist, dass diese ganze Kryptografie schon in den spätestens 90er Jahren abgeschlossen war. Da hat sich nicht mehr viel getan, da gab es auch nicht mehr viel, was gemacht werden musste, um zu Bitcoin zu führen. Bitcoin kam aber erst 2009. Und ein zweiter Teil der Grundlagen von Bitcoin, die dazu geführt haben, ist die Kultur. Und zwar waren wesentlicher Wegbereiter waren die Cypherpunks. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, nicht zu verwechseln mit Cyberpunks. Das war eine Gruppe von Technologen und Internetunternehmern, die sich in den frühen 90er Jahren in San Francisco zusammengetan haben, um sich immer wieder abends zu treffen und darüber zu diskutieren, wie über das elektronische Zeitalter, das in der Zeit gerade begann, also das Internet, und darüber, wie es mit Privatsphäre wird, welche Rolle Kryptographie spielen wird, teilweise auch, das Recht rund ums Internet geschehen wird und was es für Identität und Gesellschaft bedeutet. Es gab eine berühmte Cypherpunk-Mailingliste, die aufgesetzt wurde, in der diese Diskussionen geführt wurden. Wenn man in die reinschaut, sie schwankt ein bisschen. Manchmal ist es trivial, manchmal sind es einfach nur Nachrichten. Aber sehr oft sind es auch tiefe Diskussionen, die schon in der Zeit, in der das Internet erst begonnen haben, ganz vieles von dem vorausgreifen, was uns heute bewegt. Und was heute die Diskussionen um das Internet sind. Die hatten einen wirklich prophetischen Charakter dafür. Die Cypherpunks haben sich als Verteidiger der Freiheit verstanden. Ja. Einer der Gründer, Tim May, beschrieb die Lage damit, dass sie damals über viele Dinge diskutiert haben, die noch nicht wirklich so da waren, aber schon irgendwie in der Luft lagen. Er beschrieb es, als dass sie sich im Auge eines Hurrikans wiederfanden mit dem, worüber sie geredet haben. Und der Kern der Cypherpunks war, dass sie nicht einfach nur neutrale Beobachter waren, die diskutiert haben, sondern dass sie ideologisch und politisch motiviert waren. Ihr Ziel war es, die Freiheit zu bewahren, was vielleicht ein bisschen pathetisch klingt und auch ein entsprechendes Freiheitsverständnis voraussetzt, aber sie wussten genau, dass, wenn man nicht die Kryptographie benutzt, das Internet zu einer Überwachungsmaschine werden kann. Und sie wussten auch, dass man die Mathematik hinter der Kryptographie nutzen kann, um Privatsphäre zu schaffen. Und zwar um eine Privatsphäre, die nicht, wie es auch in der heutigen Diskussion meistens noch gefordert wird, durch Gesetze geschützt wird, sondern durch Technik. Wenn man eine Nachricht gut verschlüsselt, kommt keiner an sie ran. Auch nicht durch einen Gerichtsbeschluss. Das heißt, es ist quasi ein physikalisches Recht auf Privatsphäre. Genau, sie haben nicht darauf vertraut, dass Regierungen in der Lage sein werden, die Privatsphäre von Bürgern zu schützen, sondern waren der Meinung, dass Ingenieure und Programmierer die Aufgabe haben, es zu tun.
Dahinter stand ein generelles Misstrauen gegen Regierungen, vielleicht was typisch Amerikanisches, ein Freiheitsbild. Viele Cypherpunks waren auch Waffenfans und haben für das Recht, für Waffen zu tragen zu dürfen, gekämpft. Und ein Verständnis davon auch und auch ein gewisses liberales oder libertäres Wirtschaftsverständnis, also dass der Staat sich aus der Wirtschaft raushalten soll, dass Steuern gering sein sollen und dass der Markt die ganze Sache machen musste. Die Cypherpunks haben diskutiert, sich ausgetauscht und Code geschrieben und viele von den Technologien, die heute das freie oder dunkle oder anonyme Internet darstellen, wurden von den Cypherpunks mitentwickelt. Genau, zum Beispiel PGP, ich weiß nicht, ob das euch das was sagt, sollte es eigentlich, ist es die übliche Weise, E-Mails zu verschlüsseln. Gibt es mittlerweile auch für eigentlich jeden E-Mail-Anbieter, dass man ein PGP-Tool runterlädt und damit kann man dann E-Mails verschlüsseln oder auch Tor, das sagt euch wahrscheinlich mehr, das Tor-Netzwerk, quasi das Darknet, geht auf Cypherpunks zurück und WikiLeaks ist auch mehr oder weniger ein Cypherpunk-Produkt. Das heißt, dieses ganze rebellische Internet, das wir heute noch neben dem offenen Internet der Facebooks und Googles haben, es wäre wahrscheinlich nicht entstanden ohne die Cypherpunks. In gewisser Weise ist dann auch Bitcoin ein Produkt der Cypherpunks. Die Cypherpunks waren aber auch nicht blauäugig. Sie wussten, dass Privatsphäre zwar notwendig ist und Anonymität, aber dass die Technologie, die sich in der Zeit entwickelt hat, Computer, Internet und so weiter und so fort, eine Privatsphäre ermöglicht, die über das hinausgeht, was es in der Zeit davor gab. Wie gesagt, man kann sich zwar in einer stillen Ecke unterhalten, aber man kann auch das mit Polizisten überwachen, wenn man es observiert. Aber wenn ihr eine E-Mail verschlüsselt, ist es unmöglich, euch sie zu entschlüsseln, wenn ihr es richtig macht, egal wie viel man euch beobachtet und beschattet. Deswegen wurde den Cypherpunk schon früh klar, dass es eine gewisse Art von Kryptoanarchie gibt, die möglicherweise eine unvermeidbare Folge der Technologie ist. Und zwar, ich habe hier wieder ein schönes Zitat von Tim May, einem der Cypherpunk-Gründer, der ein paar Jahre später geschrieben hat, dass viele von uns über das Thema nachgedacht haben und sie waren entsetzt über die Folgen, die unvermeidlich erscheinen. Und zwar, ich habe hier noch einen Satz dazu, und zwar wird Kryptographie oder Kryptoanarchie es ermöglichen, dass Staatsgeheimnisse, verbotene Waren und Diebesgut gehandelt werden, dass es anonyme, computerbasierte Märkte gibt, auf denen abscheuliche Dinge getauscht werden, auch Erpressung und Auftragsmorde. Solche Ideen waren damals schon da, es war noch recht weit weg und wenn wir uns heute angucken in der Welt mit Bitcoin, sehen wir, dass es vieles von dem tatsächlich gibt. Es gibt anonyme Marktplätze im Darknet, auf denen Diebesgut und verbotene Waren getauscht werden. Ich weiß es nicht, wie es mit Staatsgeheimnissen ist. Erpressung gibt es schon relativ häufig. Auftragsmorde ist immer so ein Thema, darüber wird geschwiegen oder man weiß es nicht. In jedem Fall war es damals in den 90er Jahren noch weit weg davon, dass sich sowas wirklich materialisiert. Und mittlerweile werden einige der Prognosen, 15 Jahre später, wurden wahr. Ich vermisse manchmal in der Bitcoin-Szene eine gewisse Bewusstheit für das, was Kryptoanarchie eigentlich bedeutet. Die meisten, die Bitcoins haben oder für Bitcoin sprechen, sind immer nur die guten Zeiten und wollen es gut haben und ignorieren es mehr oder weniger oder entschuldigen es leichtfertig, was daneben noch passiert und dass auch durchaus schlechte Dinge damit gemacht werden. Und ich denke, man sollte sich zumindest damit auseinandersetzen, um auszuloten, inwieweit Anonymität gut oder schlecht ist. Digitales Bargeld wie Bitcoin war für die Cypherpunks auch schon so eine Art Pforte zu Kryptoanarchien, ein Meilenstein. Ihnen war schon früh klar, dass man mit Signaturen und eventuell auch Verschlüsselung ein digitales Äquivalent zum Bargeld schaffen kann. Und Ihnen war auch klar, dass die
Alternative dazu, ein Nicht-Bargeld, so wie man es mit EC-Karten, Kreditkarten oder PayPal hat, verheerend für die Privatsphäre sein kann. Wenn ich jetzt irgendwo in einem Laden was kaufe, bezahle ich und mit Bargeld bezahle, gibt es keine Datenbank, die notiert, was ich gekauft habe. Und ich denke, das ist wichtig. Und wenn man digital irgendetwas kauft, gibt es immer eine Datenbank, die speichert, wer man ist und was man gekauft hat, zu welchem Zeitpunkt. Das heißt, so, wenn das Geld digital wird, erstreckt sich die Überwachung des Digitalen eben auch auf die finanziellen Transaktionen der Menschen. Deswegen war den Cypherpunks auch schon früh klar, dass es eine digitale Version von Bargeld geben muss. Genau, dass jede Partei in einer Transaktion sollte eigentlich nur das wissen, was für die Transaktion notwendig ist und nicht mehr. Und dazu gehört normalerweise nicht der Name und die Identität der Person. In den 90er Jahren war das Thema digitales Bargeld relativ groß. Es gab mehrere Versuche, eines zu schaffen. Das bekannteste war eCash von diesem kaum sichtbaren Menschen, David Shaum, der das mit seiner Firma DigiCash in Amsterdam gegründet hat. eCash hat blinde Signaturen verwendet, um Transaktionen zu zeichnen. Und ich will nicht zu tief darin reingehen, aber stellt euch einfach einen Umschlag vor, der aus Kohlepapier ist. Ihr packt einen Zettel in den Umschlag rein und jemand anderes stempelt dann den Umschlag und gibt ihn euch wieder. Und damit könnt ihr den Zettel wieder rausnehmen und er wurde gestempelt, und ohne dass derjenige, der den Zettel stempelt, den Zettel selber gesehen hat. Ich glaube, David Shaum hatte die Idee, um digitale Wahlen zu ermöglichen, digitale anonyme Wahlen, hat aber dann 1994 angefangen, ein digitales Bargeld herauszugeben. eCash war in der Zeit unglaublich aufregend. Ganz viele Experten und Computergurus waren unglaublich begeistert, sind auch vom Silicon Valley nach Amsterdam gepilgert, um es zu sehen, um mitzuerleben, was da passiert. Die Deutsche Bank hat mitgemacht, Credit Suisse, Microsoft, Netscape und noch viele andere Banken. Und es gab eine Zeit ein Szenario, in dem es möglich gewesen wäre, dass David Shaums eCash zum standardmäßig in Windows drin ist, standardmäßig im Netscape-Browser und es bei so gut wie allen Banken irgendwie bedient wird. Es sah unglaublich gut aus, bis dann 1998 DigiCash pleite ging und das Projekt gescheitert wurde. Die Frage, die da immer wieder gestellt wurde, war, warum? Warum ging ein Projekt mit so einem tollen Produkt, ein Produkt, das alle Experten unglaublich toll fanden und notwendig und das die Unterstützung von so vielen großen Firmen hatte, warum ist es gescheitert? Eine Interpretation war, dass David Shaum einfach kein guter Unternehmer war, ein brillanter Wissenschaftler und Kryptograf, aber ein paranoider und kontrollsüchtiger Mensch und der auch gegenüber seinen Partnern unzuverlässig war, der im falschen Moment zu viel wollte oder im falschen Moment zu wenig, der die Vertragsunterzeichnung hinausgezögert hat, der seine Partner mit immer neuen Forderungen genervt hat und damit das Projekt eben quasi gegen die Wand gefahren hat. Eine andere Interpretation, die von David Shaum selber vertreten wurde, war, dass die Menschen sich einfach nicht dafür interessiert haben. Es gibt einen Spruch von ihm, dass je größer das Internet wird, umso dümmer die User, weil es immer schwieriger wird, den Usern zu erklären, wie wichtig Privatsphäre ist. Und einfach es war ein tolles Produkt, aber keiner wollte es. Und ich denke, es gibt es gar nicht so selten, dass die Experten übereinstimmen, was gut für die ganzen Menschen ist, aber die Menschen sich nicht dafür interessieren. Weil eben Menschen das machen, was sie machen wollen, was oft bequem ist und sie die abstrakten Bedenken von Experten oft nicht nachvollziehen können. Aber ich glaube auch, dass es nicht alle Gründe waren, und ich denke auch, dass Bitcoin beweist, dass es nicht alle Gründe waren. Wenn wir jetzt hier, es gab in der Zeit nämlich noch viel mehr Projekte, die auch gescheitert sind, auch ohne einen Chef wie David Shaum. Und zwar, es gab James Donald, ein Autor und Cypherpunk der Zeit, hat 20 Projekte für digitales Bargeld aufgezählt und jedes einzelne ist gescheitert. Als Gründe zählt er Dinge auf, wie dass sie aufgekauft wurden, dass sie zu viele Patente erstellt haben, dass sie zu ängstlich waren, zu gierig waren, es falsch gemacht haben und so weiter. Und
Um mal ein paar Beispiele zu nennen, ein E-Cash von David Chaum wurde kritisiert, dass es zwar nicht nachvollziehbare Transaktionen hatte, aber dass die Empfänger von Zahlungen nicht anonym waren. Das heißt, quasi um Geld zu empfangen, musste man sich bei der Bank anmelden und die Bank hat erfahren, wie viel man bekommen hat. Das, so James Donald, war schlecht für die natürlichen Early Adopter von digitalem Bargeld, und zwar die Kriminellen und Halbkriminellen. Weil wenn die Bank kein Einkommen weiß, ist es schwer, illegales Einkommen zu haben. Und es ist auch schwer, das Einkommen an der Steuer vorbeizuschleichen oder so. Andere Projekte, ich meine, PayPal kennt jeder, das wurde ja selber zu einer Art Bank, hat die Anonymität aufgegeben. Mondex wurde dann von Mastercard gekauft. Interessant sind auch die Fälle von eGold, dem Digital Monetary Trust und Liberty Reserve. Das waren alles eher anonyme Systeme, die man anonym benutzen kann. Und sie hatten alle mehr oder weniger das gleiche Schicksal im Laufe der 90er und frühen 2000er Jahre. Sie wurden von vielen, vielen, vielen Betrügern benutzt. Die Plattformbetreiber hatten selber große Probleme damit. Und am Ende gab es Ärger vom Staat und sie wurden gesperrt. Das heißt, wir haben hier irgendwie dieses Komische, wenn es nicht anonym ist wie eCash, funktioniert es nicht. Wenn es anonym ist, funktioniert es irgendwie auch nicht, weil man dann platt gemacht wird. Weil es das nicht, klar, es wird von Betrügern benutzt und von Verbrechern und dann kommt natürlich Polizei und geht zu dem Betreiber des digitalen Bargelds und macht sein Projekt zu. Um es jetzt mit Satoshi zu sagen, dem Erfinder von Bitcoin, er schrieb, dass in den 90er Jahren viele Leute interessiert waren, aber nachdem es in der Dekade gescheitert ist, aufgegeben haben. Und er selber hofft, dass sie den Unterschied zwischen den Projekten der 90er und Bitcoin begreifen, und zwar, dass es bei Bitcoin keine Partei gibt, der man vertrauen muss. Denn Bitcoin ist, dazu kommen wir jetzt, anders. Und dieses Anderssein von Bitcoin erklärt auch, denke ich, den Erfolg. Und zwar, was macht Bitcoin anders? Erstens ist es dezentral, zweitens ist es transparent und drittens sind Bitcoins knapp. Und ich glaube, dass alle drei Faktoren dafür entscheidend waren, dass Bitcoin das geschafft hat, woran in den 90ern alle gescheitert sind. Okay, fangen wir mit der Dezentralität an. Wir haben gesehen, dass diejenigen, die ein anonymes oder ein pseudonymes digitales Bargeld angeboten haben, über kurz oder lang daran gescheitert sind, dass sie von Behörden und vom Staat zugemacht wurden. Es gibt einen Single Point of Failure, also einen einzelnen Punkt, den man kaputt machen kann. Alles, was ein Zentrum hat, kann man auch irgendwie kaputt machen und wegkriegen. Während was kein Zentrum hat, so wie eine Hydra, wesentlich schwieriger zu besiegen ist. Und eine Analogie oder ein ähnliches Fall sind die File-Sharing-Netzwerke. Einige von euch kennen das sicherlich, wenn man früher Musik runterladen konnte, illegal, gab es erst Napster. Napster wurde irgendwann zugemacht. Dann sind die ganzen File-Download-Seiten, haben sich dann nach und nach dezentralisiert, bis das Torrent-Netzwerk rauskam, ich glaube BitTorrent, wo dann die User die Dateien gegenseitig getauscht haben und es eben nicht mehr dieses Zentrum gab. Und diese Seiten haben sich, glaube ich, bis heute erhalten, weil es einfach nicht richtig möglich war, etwas, was kein Zentrum hat, zu besiegen. Wenn wir weiter gucken, ja, das hatten wir genau, ein dezentrales Netzwerk. Es gibt keine zentrale Entität, die den Usern sagen kann, was sie machen können. Also quasi, wenn man was hat mit dem Zentrum, wie eine Firma, gibt es einen Chef, der euch sagt, wie ihr euch zu verhalten habt, was ihr machen dürft, was ihr nicht machen dürft und so. Und in einem dezentralen Netzwerk gibt es das einfach nicht. Es gab auch schon vor Bitcoin ein paar Ansätze, ganz zarte, um ein Bargeld dezentral zu schaffen. Es ist hier B-Money von Wydai, Reusable Proof of Work von Hal Finney und Bitgold von Nick Szabo. All diese Ansätze sind im Ansatz stecken geblieben, haben aber auch schon vieles von dem vorausgenommen, was Bitcoin gemacht hat. Ich fand zum Beispiel unglaublich interessant, mit B-Money von Wydai zu beschäftigen. Er hat ein System vorgeschlagen, in dem
nicht eine Bank das Geld herausgibt, wie in den alten Systemen, sondern indem die Teilnehmer des Netzwerks selber die Geldeinheiten schaffen. Seine Idee war, dass sie dafür dann Rechenzyklen verbrauchen müssen, die den Stromwert von dem Geld, das man als digitales Geld schaffen will, verbrauchen. Womit wir ja schon ganz nahe bei Bitcoin sind. Ein ähnliches Konzept hatte Hal Finney mit dem Reusable Proof of Work. Das war quasi auch ein Proof of Work, den man wiederverwenden kann. Ihr wisst wahrscheinlich nicht genau, was ein Proof of Work ist. Proof of Work beruht auf Hashes. Ich habe ja vorher kurz mit dem Mining erklärt, dass die Miner eine Hash finden müssen, die eine gewisse Anzahl von Nullen hat. Wie eine riesengroße Lotterie mit Computerleistung. Und ein Proof of Work bedeutet einfach, dass man eine gewisse Anzahl von Hashes durchprobieren muss, bis man je nach Schwierigkeit das Rätsel löst. Und es gab schon diese Idee, auf Basis von solchen Proof of Works eine Währung zu gründen, von Hal Finney. Ich glaube, wurde auch ein bisschen von Nick Szabo weitergearbeitet, aber alle diese Versuche sind in einem ziemlich frühen Stadium stecken geblieben und kamen nicht weiter. Und ich glaube, sie haben es einfach nicht geschafft, zwei grundlegende Probleme zu lösen. Und zwar das erste grundlegende Problem ist das Double Spending. Double Spending ist ein absolut natürliches Problem, das immer dann auftritt, wenn man irgendeine Art von Wertgegenstand digitalisiert oder virtualisiert auch nur. Ihr kennt das zum Beispiel, wenn man sich eine Immobilie kauft. Gibt es einen riesengroßen Prozess, wo man mit Notaren und Banken und Grundbuchämtern und so weiter, bis dann die Immobilie 3-4 Monate später offiziell im Grundbuch steht und übergeben wird. Und das dauert so lange und ist so aufwendig, um zu verhindern, dass der Verkäufer von der Immobilie die Immobilie ein zweites Mal verkauft. Also quasi sie doppelt ausgibt. Und das Gleiche ist auch, wenn man Aktien kauft oder verkauft. Da gibt es dann auch 3-4 Mittelmänner und Clearinghäuser und Settlement-Dienstleister, die dazwischen stehen, um zu verhindern, dass eine Person die gleiche Aktie mehrfach tauschen kann. Und das Problem ist natürlich, wenn man eine digitale Währung oder ein digitales Zahlungssystem schaffen will, natürlich da. Wenn man ein Zentrum hat, ist es einfach zu lösen. Dann sind einfach nur die Einheiten des Geldes, die von dem Zentrum bestätigt wurden, gültig. Und das Zentrum kann eine Datenbank führen und verhindern, dass ein Betrag zweimal ausgegeben wird. So in der Art macht es auch PayPal, indem einfach es eine zentrale Einheit gibt, die es führt. Aber wie macht man es dezentral? Weil Dai hat bei Bitgold, bei B-Money, einen ersten Ansatz dafür gegeben. Seine Idee war es, dass jeder der Teilnehmer des Netzwerkes eine Liste mit allen vergangenen Transaktionen führt, um zu prüfen, ob die Transaktion, die er empfangen hat, schon ausgegeben wurde. Ihr kommt mit. Also das heißt, wenn ich eine Liste habe mit allen vergangenen Transaktionen, kann ich prüfen, ob der Euro, den jemand von euch mir virtuell gibt, noch nicht ausgegeben ist. Im Prinzip ist es ein bisschen das, was auch Bitbucks macht. Sie prüfen das auch in der Liste von vergangenen Transaktionen, ob alles seine Richtigkeit hat. Die Idee von Weidai, dass jeder so eine Liste führt, geht in die Richtung, in der wir, die ist ein Teil von Bitcoin sogar, aber es fehlt ein extrem wichtiges Element. Wenn jeder eine Liste von Transaktionen hat, wie kann man sicher sein, dass alle die gleiche Liste haben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Transaktion bilde oder quasi 10 Euro an einen von euch schick und dann die gleichen 10 Euro nochmal an mich schick und das dann jedem den anderen mitteile, habt ihr verschiedene Listen von vergangenen Transaktionen. Das ist dieses Synchronizitätsproblem. Also quasi, dachte man, dass es nicht möglich ist, ohne eine zentrale Entität synchrone Datenbanken zu haben. Wenn man Datenbanken gleich haben will, braucht man immer irgendein Zentrum, das sagt, welche Datenbank gültig ist, womit wir eben wieder zurück da wären, dass wir ein zentrales System haben. Wie funktioniert es nun dezentral? Das ist der absolute Kern von dem, was Bitcoin ausmacht und was Bitcoin von allem, was davor geschehen ist, unterscheidet. Und zwar war die Lösung von Satoshi, dass er das Proof of Work, das Weidai und Hal Finney als
Methode gedacht haben, um Geld zu erzeugen, auch dafür verwendet, um die Datenbanken zu synchronisieren. Und zwar, wie macht er das? Ihr wisst wahrscheinlich, was die Miner sind, diejenigen, die Bitcoin erzeugen. Diese Parteien konkurrieren mit Proof of Work, also mit Arbeitsbeweisen, darum, wer von ihnen die Erlaubnis hat, Daten an die Datenbank anzuhängen. Das heißt, quasi jeder Miner, stellt es euch als Würfel vor, würfelt, bis er einen Treffer hat. Also bis er zum Beispiel mit 10 Würfeln 10 Sechsen hat oder sowas. Und wenn er das geschafft hat, darf er einen Block bilden und diesen Block im Netzwerk verteilen. Und da man den Proof of Work, da der ein Teil des Blocks ist und nachvollziehbar ist für alle Parteien, kann jeder prüfen, ob der Block auch valide ist. Und jeder im ganzen Netzwerk weiß, dieser Block ist richtig. Und wenn das jeder weiß, haben alle die gleiche Datenbank. Das ist so ein bisschen der Kern der Geschichte. Das ist das, was eigentlich die ganz große Erfindung von Satoshi, deswegen steht auch in einer viel schwieriger zu verstehenden und technisch korrekteren Formulierung, steht es auch ganz am Anfang des White Papers, dass er ein System gefunden hat, um Double Spends in einem dezentralen Netzwerk zu verhindern. Ich habe es hier ein bisschen in der Grafik aufgezeigt, wie es läuft. Es ist im Detail natürlich noch sehr viel komplizierter. Die Miner nehmen Transaktionen, hashen das Ganze, bilden daraus einen Merkle-Tree, das ist ein anderes kryptografisches Verfahren. Und wenn sie dann eine Hash davon gefunden haben, mit entsprechend vielen Nullen vorne, dürfen sie die an den Block anhängen und die wird dann wieder zur Basis des nächsten Blocks und darauf bauen sie auf. Das heißt, es gibt einfach eine lange, lange, lange Kette von Transaktionen in Blöcken, bei denen jeder zu jedem Zeitpunkt weiß, dass sie korrekt ist. Und da Bitcoin dieses uralte Double-Spend-Problem ohne vertrauenswürdige Mittelsmänner gelöst hat, daher kommt auch ein bisschen diese ganze Blockchain-Geschichte. Das heißt, es gibt ja immer wieder allerlei Blockchain-Projekte mit IBM und mit der Deutschen Bank und quasi jede große Firma heutzutage hat ja irgendein Blockchain-Projekt irgendwie. Ich glaube, es gibt von Daimler ja auch, gab es neulich eine Anleihe auf Blockchain-Basis und es gibt hier doch auch, glaube ich, in Stuttgart irgendwo ein ganz großes Blockchain-Labor von Bosch und Daimler und so weiter. Die ganze Idee dahinter ist, dass man dieses Verfahren nutzt, um virtualisierte Werte oder wichtige, wertvolle Informationen zu synchronisieren. Also um diese Werte in Transaktionen oder sonstige Datenbankeinträge zu kriegen und damit eine absolute Sicherheit zu erhalten, dass die Reihenfolge von ihnen korrekt ist. Also quasi, und da gibt es auch die Ideen, Schuldscheine oder Immobilien oder Aktien oder mehr oder weniger alles, was einen Wert hat, auf den Blockchain zu bringen, was man handeln kann. So, das war ein bisschen der Kern davon. Es gibt aber noch was anderes, was ich auch für wichtig halte und was vielleicht auch nicht ganz in dem ist, was bei Bitcoin meistens erzählt wird. Und zwar die Transparenz. Eine Blockchain ist, wie ich gesagt habe, nicht verschlüsselt. Bitcoin benutzt keine Verschlüsselung. Es ist absolut transparent und es ist sogar der Kern des Systems, dass es transparent ist. Jede Partei muss nachprüfen können, ob die Ordnung der Transaktion korrekt ist. Wenn die Transaktionen verschlüsselt sind, kann man das natürlich nicht. Deswegen muss alles offen sein. Das heißt, es ist zwar möglich, dass sich jeder eine Adresse bildet. Das heißt, quasi jeder von euch kann seine Wallet aufmachen, eine neue Adresse bilden und es gibt keine Datenbank, in der drinsteht, dass die Adresse euch gehört. Und dann kann ich euch Bitcoins hinschicken und keiner weiß, dass ich euch Bitcoins geschickt habe. Insoweit ist es ein privates System. Aber die Kette von Transaktionen ist transparent. Das heißt, wenn ihr dann das Geld, das ihr von mir bekommen habt und das ich bei einer Börse gekauft habe, nehmt und damit irgendwo im Internet Drogen kauft und ein bisschen später bekommt die Polizei mit, welche Adressen der Drogenmarkt hatte, ist sie in der Lage, die Spur der Transaktion zu verfolgen und wird irgendwann bei mir landen, da ich die Bitcoins gekauft habe. Und ich muss dann sagen, oh, das habe ich an jemanden bei Frank und Freunde gegeben oder so. Und dann wird er zu Frank und Freunde gehen und Frank und Freunde muss fragen, inwieweit muss rausfinden, wer ja alles da war.
Ist natürlich bei, wahrscheinlich bei der Polizei, wenn ihr ein bisschen klein, eine kleine Portion Drogen kauft, das nicht machen. Sie wird es vielleicht machen, wenn ihr ein paar Kilo Heroin oder sowas kauft. Und sie wird es mit ziemlich großer Sicherheit machen, wenn ihr jetzt mit den Bitcoins, die ich euch geschickt habe, Terroristen unterstützt oder irgendwie sowas oder Waffen kauft. Das heißt, Bitcoin ist ein System, das zwar, bei dem zwar niemand Kriminelle daran hindern kann, es zu benutzen, aber das auch der Polizei es ermöglicht, Kriminelle aufzuspüren. Es gibt, wenn man das ein bisschen verfolgt, es gibt unglaublich viele Nachrichten von Verhaftungen und Festnahmen und davon, dass Webseiten heruntergefahren werden, weil die Leute denken, Bitcoin sei anonym oder es nicht gut genug verschleiert haben und die Polizei denen auf die Schliche kommt. Das heißt, Bitcoin ist Bitcoin funktioniert einigermaßen mit dem System. Es ist nicht anonym, was bedeutet, dass es vermutlich oder zumindest auch die Kryptoanarchie, von denen die Cypherpunks geschwärmt, gefürchtet, gedroht haben, wird es wahrscheinlich nicht möglich machen. Es wird ein System sein, das den Leuten mehr Freiheit gibt, ohne deswegen die Grundlagen des Rechtsstaates, also dass Individuen für ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen werden können, untergräbt. Und ich bin auch der Meinung, dass die Transparenz von Bitcoin eine ganz hohe Attraktivität für die User hat. Also ich habe, als ich damit angefangen habe, mich damit beschäftigt, immer wieder auf Blockchain Info nachgeschaut, was meine Transaktion macht und was andere Transaktionen machen. Und ich berate manchmal User von Bitcoin.de über ein Forum, wie sie mit manchen Situationen umgehen sollen. Und sehr oft ist es auch da extrem hilfreich, dass man Transaktionen in der Blockchain nachschlagen kann und den Usern sagen kann, ja, du hast das Geld dahin gesendet, es ist angekommen. Es muss da sein. Es liegt auf der Adresse, wenn du einen Schlüssel hast, muss es auch da sein. Und es hat auch diesen schönen Effekt, dass man eben auch große Transaktionen nachvollziehen kann von anderen. Also man kann ein bisschen so, es hat was Voyeuristisches leicht. Wenn es zum Beispiel 2013 hat zum Beispiel das FBI die Silk Road, den damals größten und auch den ersten großen Online-Markt für Drogen auf Bitcoin-Basis heruntergefahren und den Betreiber festgenommen und dann bei dem Betreiber, Dread Pirate Roberts oder Ross Ulbricht, eine Wallet gefunden, diese Wallet weggenommen und die Wallet dann auf eine FBI-Wallet transferiert. Das war ein riesiger Betrag, das waren damals, ich glaube, 140.000 Bitcoin. Das wäre heute unbezahlbar. Das wäre was davon, das wär heute ein Betrag, davon kann man Länder kaufen. Damals waren es immerhin auch schon Dutzende von Millionen Dollar. Und man konnte das alles sehen, man konnte genau sehen, wie die Transaktion da passiert ist. Und noch bevor es bekannt war, dass es dem FBI gehört, waren die ganzen Online-Foren voll mit Leuten, die über die Transaktion geredet haben, weil man kann eben die Wale beobachten, die was machen. Also es gibt für die Großen und für die Reichen gibt es wenig Anonymität. Oder man sieht so wie die Wale eben im Meer. Sie können sich auch schwer verstecken. Und ich denke, das ist auch was Bitcoin eben einerseits die Akzeptanz durch den Rechtsstaat und die Gesellschaft erhöht. Und ich bin ziemlich sicher, dass nachdem es die ersten Verbrechen gab, Bitcoin schon lange verboten gewesen wäre, wenn die Polizei nicht geblickt hätte, dass sie damit ganz gut arbeiten kann. Gut, schließlich noch den letzten Teil der Attraktivität von Bitcoin. Wir hatten ja vorher diesen Punkt, dass David Chaum geklagt hat, dass die User kein Interesse haben. Und ich glaube, es gibt irgend so ein Gesetz des Internets, dass der Großteil der User sich, wenn es einfacher ist, für die weniger private Methode was zu tun entscheidet. Also ich meine, wer benutzt hier WhatsApp zum Beispiel? Wahrscheinlich alle oder fast alle. Während es auch so viele verschlüsselte Alternativen dazu gibt, die wesentlich privater sind, aber WhatsApp ist halt einfacher. Da muss man seine Freunde nicht überreden, ob zu Signal zu gehen oder zu irgendwas anderem. Genauso wie eben kein Mensch E-Mails verschlüsselt, weil es Arbeit bedeutet. Das heißt, die meisten User benutzen nicht die private Methode, weswegen es an sich auch in erster Instanz vielleicht für User wenig Attraktivität gibt, was wie Bitcoins zu verwenden, wo der Name nicht direkt in der Datenbank steht.
Deswegen ist, glaube ich, die Knappheit von Bitcoins auch einer der Gründe, warum es attraktiv wurde. Bitcoins sind, wie man wahrscheinlich jeder weiß, knapp. Es wird nur 21 Millionen davon geben. Das wird durch einen Algorithmus geregelt, dass die Schwierigkeit sich alle 10 Minuten anpasst. Das heißt, man kann nicht unendlich viele davon minen. Und alle etwa 4 Jahre halbiert sich die Ausschüttung von Bitcoins, die die Miner pro Block erzeugen. Ich habe hier eine Kurve der Supply Chain, des Supplies von Bitcoin, der Schöpfung. Und die wird erst irgendwann im Jahr 2130 komplett auslaufen. Was vielleicht auch schon sowas ist, was Leute, die Science Fiction mögen, anziehen. Dass es eben so einen Algorithmus gibt, der über 100 Jahre in die Zukunft beschreibt, wie die Geldschöpfung passiert. Aber es wird schon ungefähr 2030, werden schon gut 99% aller Bitcoins geschöpft sein. Es wird danach ganz wenig folgen und es flacht wahnsinnig ab, so ein bisschen wie so eine Einkommensteuerkurve. Und damit, mit dieser Entscheidung, es wäre nicht direkt nötig gewesen, dass es so ist. Es war eine Entscheidung von Satoshi, Bitcoin so zu gestalten, dass die Anzahl knapp ist, hat er die Leute angesprochen, die Kritik am Inflationsgeld haben, das wir heute haben. Also daran, dass es schwer zu durchschauen und schwer zu kontrollieren ist, wie Regierungen oder Notenbanken neues Geld erzeugen, dass es keine Grenze gibt, dass das Fiat-Geld, also das quasi von Notenbanken und Banken geschaffene Geld, im Lauf der Zeit schon geradezu zwingend immer weniger wert wird. Und hat damit mehr oder weniger nicht nur eine Revolution oder Disruption der Zahlungsmittel im digitalen Bereich gemacht, sondern auch eine Revolution der Geldpolitik. Das heißt also quasi, er hat ein alternatives Geldmodell für Geld geschaffen. Und schon immer war der zukünftige Wert von Bitcoin ein Thema und schon immer war die Abneigung gegen das Fiat-Geldsystem der Inflation auch ein großes Thema in der Bitcoin-Szene. Und deswegen denke ich, dass dieser Teil der Knappheit auch extrem wichtig ist, um zu verstehen, warum Bitcoin das geschafft hat, was digitale Währungen zuvor nicht geschaffen haben. Genau, damit werden wir uns weiter... da haben wir es, ja. Damit werden wir im Jahr 2009 angelangt. Bitcoin wurde geschaffen. Wir wissen heute, dass es sich erhalten hat. Mittlerweile ist es nicht mehr wegzudenken. Die meisten Staaten und Regierungen sagen bereits, Bitcoin wird hier bleiben. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es das gibt. Wir können es vielleicht kopieren, aber wir können es nicht loskriegen. Es gibt Millionen von Menschen, die sich für Bitcoin interessieren. Der Wert von Bitcoin ist höher, als es die meisten Leute ernsthaft erwartet hätten. Und damit wären wir in der Gegenwart und da hört Geschichte bekanntlich auf. Und damit wäre auch ich am Ende mit meinem Vortrag. Dankeschön. Applaus